Meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Need for Speed Payback. In der letzten Folge, Wagen versucht ein bisschen aufzupimpen. Ging nicht. Oh, er fährt da. Ein GTI, sehr schön. Ja, im Auto kannst du nicht so viel machen. Leistungsmäßig sind wir gerade so bei 170, 176. Und die ersten Events, die gingen schon mal ganz gut weg. So, dann werden wir weitermachen hier. Wo kann man weitermachen? Speedcross-Händler. Händler. Ah, sind wir da unten in Eiern? Ich dachte gerade schon, hä? Selbe Rennen schon wieder? Nein. Habe ich ein bisschen vertan. Genau, es war schon die Menschenmenge reinfahren oder was? So, der Beste 319. Wie soll man denn das hinkriegen? Der muss sich ja nur drehen. Muss ich machen? Herausforderung müsste sein. Du kannst meine Crew nochmal besiegen? Letztes Mal war es ein Kinderspiel. Na dann! Okay, auf zum Sieg. Ja, 220 sind geboten. So, weg mit euch. Weg mit euch. Hier muss man so schnell nach vorne kommen. Endlich freie Fahrt. Zack, und immer wieder Stoff geben hier. Weil die Gegner sind gerade nicht so das Problem. Das Problem ist einfach nur die Zeit. Die Zeit ist immer das Problem. Und Teiler, der natürlich hier nicht schalten kann. Irgendeiner fehlt mir am Arsch. Hau bloß ab, Bro. Da scheue ich mich überhaupt nicht vor, jemanden hier wegzurammen. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber anders lernen sie es nicht. Er schleppt sich gerade den Berg hoch, ey. Hallo. Du bist ein hochdrehender Motor. Du kannst das. Super Kurvenlage hier. Zick, zack. Komm, gib doch Stoff. Ich muss echt nochmal zum Tuner hinfahren. Mal ein paar andere Teile einbauen. Oh nein. Jetzt wird es wieder schwierig, den einzuholen, weil das ist wieder uneinholbar oder was? Genau. Das hast du nicht erwartet, hä? Komm, noch ein bisschen, halt durch! Mein nächster Sieg, La Katrina. Ja. Okay, das ging noch von der Zeit her. Man kann auch eine bessere Zeit fahren. Bin ich so zufrieden damit. Weil der Wagen hat sich so nach oben gequält. So, mal links nehmen. Eintauschen. So, was gibt's denn hier oben? Er schießt, du wärst weich geworden, Morgan. Dieses Feuer in dir ist. Eine nette Überraschung. Ein Tuner. Rein. Nicht viele gehen jetzt so unter die Haut wie du. Was hast du gemacht, mein Freund? So, was kann ich nur brauchen?
5, 6, 6. Ich brauche einen Block, Kopf und einen Turbo. Okay, Turbo schon mal gut. Bauen wir sofort ein. Haben wir schon. Ich muss mal gucken. Auf Kopf mal drehen. Nee, es ist zu risikoreich. Mal gucken. Komm, Kopf, 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 Kopf. Sehr schön. Beschleunigung und Tempo. Richtig geil. Was kann ich noch gebrauchen? Ein Block wäre schön. Komm, Block. Okay, Auspuff. Ja, sage ich nicht nein. Gib Nitro weg. Ja, Sprung, das brauche ich doch alles gar nicht. So viel wie das auch nicht verdrehen für den S2000, weil ich möchte auch noch. Ach, schon wieder Triebe, nein. Schon wieder Sprung dabei. Komm, einmal machen wir noch. Schon wieder ein Kopf. Oh nee, jetzt brauchen wir noch, oder? Nee, brauchen wir nicht. Okay, dann soll es wohl nicht sein. So, wo ist das nächste Event? Natürlich. So, 192 haben wir schon. Den Marker gesetzt? Ja, gut. Da gerade schon. Der Wagen geht leider nur bis 300. Ich brauche noch ein Auto, das bis 3,99 geht. Finde ich schade, dass man den Wagen nicht bis 3,99 bauen kann, weil das Potenzial dazu hat der ja. Ist nämlich so, dass der 100 langsam ist. Schafft der wohl 300? Was ist denn hier? Muss ich jetzt nicht verstehen. Ach, ist egal. Egal. So, Bergfahrt. Nehmen bitte. Oh, kann er driften? Ausprobieren. Morgan denkt, er sei wieder im Spiel, Leute. Wie wäre es, wenn wir seine neue Zuversicht zu Grabe tragen? Ihr könnt's gerne versuchen. Es geht los. Du willst ein Zack, Zug zurück, hol ihn dir! So, Maler ging gerade auf den Sender. So, 800 Meter insgesamt driften. Ausprobieren, probieren geht über studieren. Geht doch. Bisschen Handbremse anzicken und schon kommt der Arsch rum. Gebt doch einfach auf. Nein, aufgeben ist. Nee. Ist nie drin. Und der möchte nicht so rumkommen. Der möchte einfach nicht. Dein ist mal komplett out of map gedriftet. Ich glaube, ich gerade nicht so viel am Quatschen bin, aber ich bin ein bisschen sehr konzentriert. Aus meinem Griff, das geht nur irgendwie hier raus. Wahrscheinlich muss man das Setup dafür erstmal einbauen. Aber es geht auch so.
So, abgeschlossen. Das haben wir schon mal gewonnen. Jetzt das Rennen nach Hause fahren, dass wir noch irgendwie von irgendwelchen Idioten überholt werden. Nicht gut. Geländefahrt mit denen. Oh, komm, Baby. 500 Meter noch. Ah, springen ist auch nicht so schön. Zack, geschafft. Sehr schön. Yeah, ich hab's noch drauf. So, driften wir alles durch. Kriegen wir noch extra Geld oben drauf. Haben wir schon so wenig. Wette. Steuergerät. Nein, das brauche ich doch nicht. Gerne tausche ich das ein. Das geht ja so voran. Das geht ja wie Butter. So, ab zum nächsten Event. Du hast wieder gewonnen. Wann fahre ich gegen dich? Ja, ja, komm. Im nächsten Rennen. Dann reden wir. Soll ich das Underground 1 Tuning mal wieder anfangen? So mit Neons unten drunter? Ist überhaupt noch aktuell? Was gibt's denn hier so Schönes? Was ist denn da oben? Sieht nach dem Zuhause aus. Kostet 22,5 die Garage. Ja, was bringt mir jetzt die Garage? Nur wegen Wagenslots und wie die Autos möchte ich gar nicht haben. Vielleicht auch was. Ja, komm. Kann man mal kaufen. Aber ich denke mal, wenn wir hier so ab und zu so ein paar Stellen dazu hinporten, ist gar nicht mehr so schlecht. Wo fahre ich denn hin? Muss ja die Straße hier unten lang. Und ein Plakat. Überall Speed fahren. Genau 190, verdammt. Ja, sind wir nicht so kleinlich. Das Ding erwischen wir noch. Gehen locker. Zack. Ich habe zwei Sterne geholt. Die drei Sterne machen wir noch in naher Zukunft, machen wir noch voll. Bin gespannt, was für Autos die hier zu bieten haben. Einfach fahren hier. Ja, es müsste zu machen sein. Genug rumgealbert, Morgan. Jetzt verlierst du. Glaubst du? Bist du sicher? Jetzt zählt's. Lass mich mal hier vorbei. Ich kürze einfach mal gekonnt ab. Geht jetzt endlich mal bergab hier. Können wir ein bisschen Speed hier aufbauen. Mir schon wieder irgendeinen Arsch. Der lässt auch nicht locker, meine Fresse. Ihr seid einfach zu lahm. Alter, was ist das denn für eine Kurvenlage hier? Warum macht ihr mal fast täglich hier sowas? Mit knapp 200 durch die Ortschaft ballern. Warum nicht? Kann man machen. So, eine Minute lang sind wir als Erster geblieben. Das soll jetzt auch bis hin bleiben.
Lässt sich auch so geil fahren, der Wagen. Richtig geil, macht Spaß. Und richtig Laune. Selbst sowas ist zum Beispiel solche Kleinigkeiten mal in so einem Spiel. Aber gut, dass die Leitplatte da war. Eieieiei. Genau, schön über den Schotter fahren. Macht den Wagen überhaupt nichts aus. Vor allem, ich dachte, das Ziel kommt ja nie. Huiuiuiui. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet, was? Sogar noch die Autolockzeit unterboten. Ein bisschen Geld auf dem Konto drauf. So, mal links. Was soll ich damit, ey? Gib mir einen Token dafür. So, ein Rennen haben wir noch. Sofort zack hin. Einfach nicht zu schlagen, was? Nee. Du hast dir ein Rennen gegen mich verdient, Morgan. Ich sag dir was. Zeig mir dein Feuer. Dann lege ich noch eine mächtige Leiche drauf. Du meinst dein Wrack? Wo ist es? Besieg mich, dann zeige ich's dir. So, wo ist denn der Tuner meines Vertrauens? Wieso ist denn die Mission noch offen? Was soll das denn? Gibt es irgendwo eine Tuner-Ecke? Das ist wohl der einzige, oder? Schnellreise geht's auch. So. Ich brauche Teile. Teile. Ja. Brauche ich Kopf? Kopfstufe 8 ist schon mal ganz gut. Nitro-Bonus. Einbauen. Haben wir schon mal 196. Es ist nichts mehr da. Ja, auf dem Block. Ich probiere es mal so auf Next Tech zu drehen. Komm, gib mir doch einen Block. Einen Block. Schon wieder ein Getriebe, das gibt es nicht. Mit Sprung. Ja, das kannst du behalten. Komm, gib mir einen Block. Ja, geht doch. Und Beschleunigung. Immerhin Stufe 4. Dann sind wir auf genau 200. Ach, nicht eintauschen, einbauen. Nur genau 200, auch schön. So. Ja genau, ich fahr's mal gegen Stein. Wo sind die da Autos hin? Ich möchte mal nach Autos gucken hier. Garage. Ich habe 8 Autos. Das ist auch eine Garage. Was haben wir hier oben? Ein Racer-Händler. Boah, da muss ich erst hineiern. Boah, kann man schnell Reise machen, gut. Ja, ich weiß, man konnte es wahrscheinlich vorher auch schon machen mit der Schnellreise, aber ich muss erst noch hier durchblicken. So, was für Autos gibt es erstmal hier? Boah, Eddies. Ah. Ja, das wäre ja schon unfair, den jetzt zu fahren. Erstmal durchgucken hier. Der kommt auf jeden Fall in der Garage rein. Der geht bis 3,99. Krass. Acura RSX. Ist hier in Deutschland Honda. Den haben echt schon zu viele gefahren. Sei es den
Scion FRS oder als GT86 oder BRZ. Hat schon jeder gefahren. Hey, der Foxbody. Hey, der Civic. Boah, 52.000. Nee, nix Golf. Den haben wir ja schon. Ja, Aston Martin, also nix. Ein Firebird. Hat ein Nachbar von mir gehabt. Schönes Auto. Nicht euer Ernst. Ein Käfer. Ist das geil. Ich weiß, wo ist denn unsere Pferde eigentlich abgeblieben? Das ist 3,99 der Bel Air, ist klar. Und solche Autos, nur bis 300. Das ist traurig. Genauso wie der. Ey, das kann nicht sein. Immerhin der Evo. Gibt es 3,99. Nee. Der 350Z, boah, Entschuldigung, ich muss gerade gehen. Oh, ich bin ein bisschen müde. Der geht nur bis 300, das gibt's doch nicht. Lotus nicht meins. Nein, auch nicht. Auch nur bis 300. Trauerspiel. Der würde auch nur bis 300 gehen. Boah, Leute, ey, das kann's nicht sein. Ich weiß, die ganzen geilen japanischen Autos, die gehen nur bis 300. Da musst du nachher so tief in die Tasche reingreifen, wie so eine Karre. Das ist nicht meins. So auch nicht, nee. Das haben wir nie in Jaguar, will ich auch nicht haben. Viper will ich auch nicht haben. Ja, ein GTR schon wieder. Ich hab den auch im letzten Mal doch schon als Endauto genutzt. Ja, das ist der Nachfolger. Ja, super. Der Nachfolger vom NSX ist das. Neuere Version. Ob ich den fahren möchte, weiß ich nicht. Natürlich, der geht bis 3,99. Ey, sag mal. Ja, jetzt kommen die ganzen Hypercars. Die ganzen Dinger. Das ist nicht meine Welt. Diablo, Huracan, was haben wir hier noch? Murcielago. Ford GT. Leute, bitte. Ich möchte mit normalen Straßen auf solche Autos platt machen. Das wird schwer. Ja, sind wir schon zu Anfang gefahren? Vulcan, was haben wir noch? Bacani. Naja, die Autos, die man fahren möchte, also den auf jeden Fall, den stecke ich mir rein. Den werde ich nachher umbauen. Wenn ich dem es 3,99 tun kann, geil. Richtig geil. Ist zwar unfair, aber. Puh, was ist schon fair heutzutage? Erstmal Probe fahren. Eddies Auto. Der zischt so schön. Bissig. Ruhig, Brauner, ruhig, ruhig. Ich denke mal, als würdigen Abschied fahren wir nochmal zur Garage hin. Und zwar zu dieser Garage. Damit wir noch ein bisschen was für diesen Wagen haben. Krasses Teil. Ich liebe den Skyline einfach. Jetzt müssen wir genau differenzieren. Was für ein Skyline? Ja, ein R34 GTR. Einer mit der letzten Skyline-Version, die es überhaupt jemals gab.
Was heißt einem der letzten, die letzte Malisettierung? 2007 wurde, glaube ich, die Skyline-Produktion eingestellt. Und folgte auch schon die Baupläne von GTA, gab es ja schon länger. Und dann kam die GTR-Reihe, R35. Ist aber keine offizielle Skyline-Nachfolger-Version. Lässt sich schwierig fahren, der Wagen. Das heißt, schwierig fahren, ich bin am Labern und bin am Fahren, also es ist ein bisschen schwer. Ich kann mich hier beides konzentrieren. Aber der geht echt gut nach vorne, der marschiert wie ein Stier. Speedtrip noch Bug. 2 Sterne, ist klar. Sprung, oh nein, nicht mit dem Wagen. Da kann ich ja eigentlich sofort den S2000 verkaufen, den hier fertig machen, wo ich ihn haben will. Ist auch langweilig. Das ist das Geschenk des Autos. Nicht selbst gekühlt, das ist gekauft, das gehört Eddie. Ah, das sind jetzt immer so Sachen. Ich werde auf jeden Fall den S2000 die Challenge machen, weil das ist sonst viel zu einfach, weil durch meinen Wagen an, der ist am Marschieren. Dann macht hier alles fertig bis zum Ende. Dann wäre das Display sofort durch. Ich könnte nur mit denen durchfahren. Ihr seht nur ein Auto und fertig ist. Aber jetzt mal ein bisschen mit den S2000 fahren. Den lasse ich mir auf Lager, den mache ich noch fertig. Das werde ich auch noch sehen, wie ich den noch fertig mache, so wie ich den haben möchte. Das ganze Sticker-Gedöns, was da so drauf ist, ist nicht meins. Hey, 1 Stern. An dem Wagen kann man schon mal ein bisschen was investieren. So von Karten auch her, dass er bis 3,99 aufgebaut wird und dann das Gegenkapelle. Mit einem ganz neuen Design. Hoppala! Nein, das ist kein Offroad-Fahrzeug. Nein, muss kein Berg hochfahren wie so eine Ziege. Wo ist meine Garage? Wo ist sie denn? Heftiges Auto, meine Fresse. Das ist so ein überkrasses Auto. Kann man den sich mal anschauen? Wo kann man das machen? Verfügbar, nicht verfügbar. Ich kann hier nichts machen. Oh nein! Ich kann den Wagen nicht so gestalten, wie ich das will. Das gibt es nicht. Ja, toll. Mit den Autos denn? Ja, Drift will ich einen eigenen aufbauen. Drag baue ich auch einen eigenen auf. Was sind das geschenkte Autos? Kann ich verkaufen, das ist doch schön. Dann der weg. Brauche ich nicht. Brauche ich wirklich nicht. Wo ist mein S2000? Den möchte ich gerne hierhin haben.
den verkauft. Das wäre echt dumm gewesen. Oh, sagte ich habe den verkauft. Oh, das wäre dumm. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, was ich gemacht habe. Weil ich wollte den Wagen nur fahren. Oh, ich könnte gerade... Willkommen in meinem Lager. Du kannst dir so viele Wagen abstellen, wie du willst. Und sie jederzeit abholen. Ach gut, ich habe nicht verkauft. Boah, jetzt fällt mir gerade ein Stand von Essen. Ich dachte gerade schon. Ja. Sehr schön. So, was können wir denn noch machen? Okay, gut. Ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, das war's mal für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Folge werden wir den ersten Boss mal fertig machen. Aber mit dem S2000, nicht mit Eddies Auto. Weil Eddies Auto, ich denke mal, werden wir nur so als Deko da haben. Ja, und bis dann, bis zum nächsten Mal und bis dann.